Schon seit Jahrzehnten ist Katja Riemann eine feste Größe im deutschen Schauspielbusiness. Das ist ihre krasse Transformation. Sie hatte 1987 ihren schauspielerischen Durchbruch und sah damals schon richtig hübsch aus. In den 90ern war sie unter anderem in Regina auf den Stufen zu sehen, ganz ohne ihre charakteristische Lockenpracht, aber natürlich trotzdem in Blond. Auch Ende der 90er stach sie mit extravaganten Frisuren heraus. So schön sah die Blondine 2003 auf dem 60. Venedig Filmfestival aus. Die blonde Mähne hat Riemann bis heute. Ihr Markenzeichen sind nach wie vor ihre Locken.